Servus Leute, wie ihr sehen könnt, haben wir heute wieder ein neues Auto für euch und zwar den neuen Ford Mustang. Als allererstes das Wichtigste, vielen, vielen Dank an die Autogruppe Bayer. Ich sehe gerade, doch steht da unten auf dem Auto, die uns das Auto zur Verfügung gestellt haben. Wer sich jetzt fragt, warum wir beide mit zwei Handys rumlaufen, wollten mal was Neues ausprobieren, aber ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Auto. Also wie gesagt, wir haben hier den Mustang, was man als allererstes sieht, die Front extrem aggressiv, also hat sich jetzt wirklich einiges getan. Kannst du ja gerne nochmal sagen, ja, wie du die Front findest? Also ich finde vor allen Dingen geil, dass die Lichter hier, dass die jetzt nochmal moderner geworden sind, weil ich fand, die haben sich in dem alten Video echt, Mustang echt ein bisschen satt gesehen. Ansonsten gefällt er mir von vorne deutlich besser als von hinten. Ja, vielleicht was mir jetzt gerade noch auffällt, was ich echt geil finde, ist hier die Lippe. Also hier sieht man, die kommt auch wirklich ein Stück raus, dadurch aber was ich sagen muss, aus. Es ist so dieses, wobei hier vorne haben wir das nicht, aber wenn wir vielleicht schon mal einmal gerade weitergehen, hier bei dem Seitenschweller kann man das besser sehen. Das ist so ein angedeutetes Carbon, aber halt kein echtes. Ja. Auf der anderen Seite, ne, bei der Fahrzeugklasse kann man es auch nicht. Gibt es ein Carbon-Paket, weißt du das? Nee, es gibt dieses Blacker-Paket oder wie das heißt. Dann ist das 5.0, glaube ich, komplett schwarz. Ich glaube, hinten das GT-Logo ist dann voll schwarz. Also einfach dieses Klassiker. Ne? Gibt es ja. Bei AMG, gibt es ja überall. Night, Black-Paket, wie es auch immer heißt. Was wir hier optional auf alle Fälle haben, wären einmal die Felgen. Das sind 19-Zoll-Felgen und die normalen Serienfelgen sind aber auch 19-Zoll-Felgen, also einfach anderes Design. Und wir haben hier die Brembo-Bremsen. Die sind auch echt ganz geil, ne? Ja, also die funktionieren sehr gut. Und die haben wir hier in Rot. Das kostet Aufpreis. Die Farbe oder die Brembo? Nee, nur die Farbe. Okay, krass. Okay. Ja, ja, ich glaube, 400 Euro kostet das, dass die rot sind. Ja. Mit dem Gelb weiß ich jetzt hier gar nicht, aber sieht halt immer sportlich aus, ne? Rote Bremssättel, mindestens 10 PS. Mindestens 10 PS. Warte, eine Sache, bevor wir weitergehen, was ich auch richtig geil finde an der Front, ist hier diese die Motor, Auslässe. Ne? Genau. Ist auch echt warm jetzt. Wir sind eben mit dem Auto gefahren, man kam hier durch. Wir machen vielleicht einmal die Motorhaube auf. Ja, warte, ich mach kurz einmal. Genau, also das finde ich macht nochmal, weil die Motorhaube halt auch sehr, sehr lang ist, nimmt die dem Ganzen nochmal, finde ich, so ein bisschen, ich weiß nicht, die Fläche weg und dadurch sieht es irgendwie nochmal ein bisschen spektakulärer aus. Oh, jetzt hier der klassische Vorführeffekt, ja, ja. Das war unten irgendwo. Wir haben es jetzt eigentlich schon 4-5 Mal gemacht. Na. Hast du es? Ja. So, da ist das Schätzchen. Wir da einen 5 Liter V8 Sauger. Ja, aber das Wichtigste ist, man hört ihn auf jeden Fall. Und du musst auch sagen, eines der wenigen Autos, wo man überhaupt noch den Motor sehen kann. Ich das meine, stimmt, ja. Sei es Verbrenner oder auch vor allem Elektroautos, kannst du, ja, was siehst du da? Einfach eine Abdeckung und darunter liegen orangene Kabel. Das stimmt. Hier weißt du, da schlummert noch richtig schöne V8 Sauger. Das stimmt. Saugerleistung. Ja. Was würdest du sagen? Lieber vorne oder hinten? Was gefällt dir besser? Vorne, viel besser. Also gerade, ich hatte gerade, komm mal kurz her. Ja. Ich hatte eben, das habe ich eben gesehen, als ich hier die Kamera hatte, diese Optik hier. Oh, das sieht, jetzt habe ich eine Nachschickung bekommen, so, das sieht schon sehr, sehr geil aus. Ja, aber dann, bevor wir jetzt wieder nach vorne gehen, wir waren gerade auf dem Weg nach hinten. Also, ne, haben wir auch schon drüber gesprochen, dieser Winkel hier so. Wenn man hier so schön runter geht, schön fett, nichts auszusetzen. Aber ich persönlich, ich meine, du hast das auch so gesehen, ist so ein bisschen, wenn man hier so seitlich guckt, vor allen Dingen, wenn man da noch so ein Stück hoch geht, wie man vielleicht aus den Augen gucken würde, dann sieht das so ein bisschen so zierlich irgendwie alles aus, oder? Von der Designsprache. Oben eher zierlich, unten vielleicht eher kraftmäßig, so, ne? Hier die dicken Endrohre, die auch natürlich sind so echt geil. Sind. Und oben ist es so ein bisschen, ich glaube, was halt sehr gut tun würde, wäre dieser Spoiler vom Dark Horse, der hier noch einmal rumgeht, weil ich finde, dadurch... Ja. Wird oben das beendet, was unten angefangen wird. Ja, ihm fehlt so ein bisschen im Cabrio. Also dadurch, dass die Scheiben jetzt auch abgesenkt sind. Ich finde, wenn das Dach zu ist, ist es nicht ganz so schlimm. Mhm. Fehlt ihm ein bisschen Breite. Ich finde, er hat zu viel Fläche an der Seite. Dadurch wirkt es, glaube ich, mit dem Heck auch so ein bisschen... Ja, aber irgendwie, es ist halt auch ins Moderne gekommen und alles sieht ja irgendwie kantiger aus. Ich finde es schon ganz in Ordnung, aber Front ist auf jeden Fall geiler. Was sagst du hierzu? Ja. Weiß nicht, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Also Antenne ist natürlich jetzt nur beim Cabrio so, aber... Ey, und wenn man es sieht, ja, okay, sagt man sich so, okay, warum ist das jetzt da? Aber im Gesamtbild, finde ich, fällt es nicht mehr so auf. Dann Kofferraum noch, oder? Stimmt. Hier unten einmal aufmachen. Zack, hoch. So, hier ist, warte mal, ich hole mal einmal raus. Ich meine, dass es 301 Liter sind beim Cabrio und 381 beim Coupé. Und ich würde sagen, zwei Reisekoffer. Plus hier nochmal irgendwie so oder so ein Rucksack, so zwei Stück hier vor. Ja. Also für zwei Leute ist es... Wenn man mal so einen Wochenendtrip nach Italien oder so macht, reicht es vollkommen aus. Ja. Ich würde sagen, als nächstes schauen wir uns mal die Rückbank an. Der Herr, Platz ich würde ihn gerade öffnen. Sehr, sehr gerne. Warte, ich würde ihn noch kurz den Natürlich, Sitz ich zeige auch einmal, wie man... Jo. So, und perfekt. Jetzt... Das ist auch perfekt im Cabrio, ja, ne? Ja, genau. Schön, richtig da wie geil. Der Papst. Grüß Gott. Ja. So. Kannst du dir einmal hier den Sitz zurück... Meine Sitzposition. So. Ich setze mich mal hin, wie ich fahren könnte. Ich muss sagen, ich sitze bequem. Also man
sieht, ich habe hier sogar noch ein bisschen Platz. Und was geil ist, man kann hier die Füße unter, unter den Vordersitz machen, weshalb es eigentlich ziemlich bequem ist hier drin. Ja. Ja, ich bin 1,75, du bist 1,83, ne? Ja, ja. Du bist aber noch gar nicht hinten mitgefahren, oder? Nee, ich bin noch nicht hinten mitgefahren. Weil ich bin nämlich einmal mitgefahren, also, oder zweimal sogar. Und das Problem ist so ein bisschen, der Wind kommt von hier und trifft perfekt quasi. Ja. Leider da ins Gesicht. Das ist ein bisschen unangenehm, aber ich finde, platztechnisch ist es nicht das Problem. Nee. Wenn das Dach zu ist, dann ist es ein bisschen können wir gerade einmal machen. Kopf. Ja. Ah ja, da ist er schon. So. So, hier kann man auch übrigens das Dach dann verriegeln. So. Ja, also ich habe Kopffreiheit. Muss sagen, gell, du hast ja wirklich über deinem Kopf noch Platz. Also ich bin, wie gesagt, jetzt nicht der Größte, 1,75. Also bei mir hat es den Kopf berührt, aber ich glaube, es ist sich jeder bewusst, dass es da hinten, es ist mehr als ein Notsitz in einem 911er. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt einen riesigen Roadtrip würde ich auch nicht damit machen. So eine Sonntagsausfahrt für kleinere Leute, okay. Ja. Und mal eine Runde fahren geht auf alle Fälle. Ja, auf jeden und Fall. Und vielleicht für manche Leute interessant, Kindersitze würden auf alle Fälle auch gehen. Isofix ist nämlich da hinten, steht zur Verfügung. Und ich meine vorne auf dem Beifahrersitz auch. Genau, und eine Sache, vielleicht wundert ihr euch, warum hier so ein riesiges Loch ist. Man kann da so reingucken. Ließ sich anscheinend nicht anders lösen. Hinten im Kofferraum sind aber noch so Abdeckungen, die man hier drüber machen kann. Dann kann man das Verdeck aber nicht mehr öffnen. Für längere Fahrten macht das vielleicht Sinn, damit da nicht so viel Dreck kann. Willst du es gerade einmal zeigen mit der Abdeckung? Ich kann es einmal kurz holen. Warte, willst du mich ganz kurz befreien vorher? Warte, ich hol's kurz. Ich finde, du stehst da so schön. Ja, stimmt. So, genau. Die würden quasi, die hier mit dieser Kante, klippt man die dann da so rein und die würden dann hier so liegen. Nur, wie gesagt, geht das Dach da nicht mehr auf. Ja. Ich finde, hier innen ist der größte Unterschied zum alten Mustang, ne? Ja. Also, ich meine, seht ihr selbst, einmal das Display, das andere. Hier geht auch Apple CarPlay. Wie gewohnt alles. Ansonsten, das Menü ist jetzt nicht so aufregend, aber man kann hier alles einstellen, Funktionen vom Auto noch und halt noch andere Apps nutzen. Android Auto geht auch, geht beides kabellos. Klimasteuerung ist hier runter für die Lüftungseinheiten. Ansonsten Sitzkühlung, Sitzheizung, Temperatur, Lenkradheizung, ja, alles wie gewohnt. Darunter, das sind die entscheidenden Tasten, ne? Hier. Stimmt, ja. Hier kann man nämlich mit dem Mustang-Symbol. Ja, und da auch ganz interessant ist der Dark Horse immer das Coupé, ne? Ja. Auch wenn wir jetzt im Cabrio und nicht im Dark Horse sitzen, ja. Trotzdem abgebildet. Da sieht man aber auch mal, der sieht schon echt geil aus, ne? Ja. Das muss man ehrlich sagen. Genau, und ich glaube, das da ist unsere Lieblingstaste, ne? Hier einmal schön den Auspuff auf Renn machen. Ansonsten kann man hier sich noch die so Track-Apps, da kann man, glaube ich, 0-100 messen. Was ging da noch? Ich weiß nicht mehr, aber was man auf jeden Fall... So. Ah, genau, der Drift-Modus noch, das ging auch, ne? Oder diese Driftbremse, weil das hier unten ist nämlich keine mechanische, sondern eine elektronische Handbremse. Genau. Heißt, so ist sie jetzt gelöst und so ziehe ich sie wieder an. Das hat halt den Vorteil, dass man so einen Hebel hat, dass man sie theoretisch zum Driften auf abgesperrter Strecke natürlich nutzen kann. Genauso, das wollte ich gerade auch noch sagen, wie hier den Rennstreckenmodus. Ne? Da hast du und die ganze Zeit im Display nur für Rennstrecke stehen. Ne? Stimmt, stimmt. Und hier sehe ich noch Vorderradsperre. Kann man die mit einem Burnout auf die Hinterreifen aufräumen. Aber ich glaube, das Autohaus würde sich nicht so freuen, wenn wir das mal testen würden. Ne? Ja, ich weiß auch nicht. Nee, aber gut. Kann man noch die ambiente Beleuchtung einstellen und hier die unterschiedlichen... magst du die einmal gerade durchgehen, dann kann ich die hier einmal filmen. Genau, also wir haben einmal normal, das lässt ist das. Sich jetzt nicht ja, viel genau, zu sagen. Genau, das ist das. Sport. Yes. Rennstrecke, so fahren wir die meiste Zeit, das ist, finde ich echt ganz geil, da hat man hier die Drehzahl. Ja. Und dann haben wir noch reduziert, ist eigentlich auch ganz, ist ein bisschen für Minimalisten, klein im Display. Ne? Ja. Und der Fox Body. Genau, da kannst du, glaube ich, was zu erklären, ne? Ja, ist einfach ein Retro-Design letztendlich von einem alten Mustang, von dem 87er. Ich sehe den Unterschied jetzt nicht so riesig. Also es ist ein cooles Gimmick. Ich finde es geil, dass sie es haben, aber letztendlich würde ich, glaube ich, immer auf Rennstrecke oder an Fahrmodi angepasst gehen. Dann wechselt der von... Ja, ja, genau. Allein, wenn du dann hier die Fahrmodis durchgehst, ach so, dann, ja, okay, check ne, wenn du dann in Sport gehst, hast du auch die Sportanzeige in... Ach, diese Animation, ich liebe das bei Ford, das ist so geil. Wenn du hier so durchgehst und es ist jedes Mal schön animiert, Dragstrip, rutschig, angepasst ist hier individual. Ja, und ansonsten vielleicht kurz von meiner Sicht noch, Lenkrad, ja, nichts Besonderes. Sportmodis kann man direkt hier einstellen, hier kann man Assistenten einstellen. Hier Multimedia, ist schön beledert, wie gesagt, ist beheizt. Wir haben die 10-Gang Automatik. Ansonsten haben wir hier noch eine kleine Ablage für irgendwas zum Zwischenstauen, Cupholder. In den Türen passt nicht so richtig viel rein. Hier unten geht quer eine große Flasche oder eine kleine.
Ja, genau. Hier muss man auch, also hier ist wieder dieses angedeutete Carbon. Ja, sieht nice aus, fühlt sich nicht nice an, finde ich, aber muss man ja auch nicht anfassen. Ja, also aber an sich alles hochwertig. Hier steht auch nochmal Mustang, falls man vergisst als Beifahrer, in welchem Auto man mitfährt. Aber man muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, aber Innenraumqualität, wir sind ja auch schon im Vorgänger Mustang mal mitgefahren von einem Kollegen, hat sich echt einiges getan. Also richtig, richtig gut, finde ich. Also ich meine, hier ist immer noch viel Plastik und sowas, aber ich finde es nicht schlimm. Ja, also, ich muss ehrlich sagen, mir ist so Hartplastik hier lieber, also als, das ist so ein bisschen, ganz bisschen geschaumt, würde ich sagen, als Klavierlack, was als verkratzt, und das sieht fast sogar billiger aus, Klavierlack. Ja, weil es ist immer halt, ne, mit den Fingerabdrücken und so. Genau. Und dadurch, dass es halt ein Teil ist, wirkt es eigentlich, ich finde es in Ordnung. Voll okay. Genau, hier vorne vielleicht der Vollständigkeit halber noch, kann man induktiv laden und noch USB-Anschlüsse. Ja. Ja, sollen wir sonst eine Runde fahren? Ich würde sagen, fahren wir mal eine Runde. Ja. Wir haben euch ja noch versprochen, dass wir jetzt einmal im Stand den Sound zeigen, weil das bei dem Auto wirklich extrem besonders ist. Als wir das erste Mal gestern gemacht haben, kamen wir wirklich beide nicht auf unser Leben klar. Wir haben jetzt echt schon viel Lautes gehört, aber man muss sich mal überlegen, das ist ein 2024er Auto. Und der hat ja weniger Leistung als der amerikanische. Ich meine nämlich, die amerikanische Version hat irgendwie 490 PS oder sowas. Und das ist aufgrund von UPF oder so, glaube ich. Ja. Und trotzdem, ne? Ja. Also es ist wirklich... Aber ich würde sagen, ich gehe mal kurz nach hinten. Bist du ready? Ja. Digga, das ist so, das ist so verrückt, gell. Das ist so auch geil. Er hat ja sogar so einen Limiter vorher, also du kannst ihn nicht ausdrehen, aber wie das? Das ist wirklich Wahnsinn. So. So, jetzt schnell weg. Was echt geil ist, was man jetzt schon hört. Ich weiß nicht, ob es über die Mikros rüberkommt, wahrscheinlich jetzt nicht so krass, aber man hört die ganze Zeit dieses dröhnende oder dieses leicht dumpfe V8. Jetzt war gerade Start-Stopp. So. Ja, hat man auch. Er hat natürlich Heckantrieb. Boah, schon Sound, geil, ne? Ja. Das war jetzt nicht mal annähernd. Vollgas. Drück vielleicht einmal, das ist hier auch ganz praktisch. Ja. Der hat nämlich gerade die Geschwindigkeit falsch erkannt. Jetzt aus. Ah ja, sehr gut. Jetzt piepst er nicht mehr, ne? Nee. Und er piepst schon nicht so nervig. Ja. Und ich muss sagen, was halt geil in der Karre ist, du musst nicht mal so drücken. Ja. Also voll viele Autos, keine Ahnung, quasi alle. Du musst halt immer, um den Sound mal zu hören, die Autos noch haben, immer so unnötig schnell fahren oder im Gang so hoch. Aber der klingt auch von... Also, obenrum klingt der auch geil, aber vor allen Dingen in der Stadt, wenn du so an der Ampel anfährst, weil das Getriebe auch nicht das schnellste ist, ne? Genau. Aber man muss generell sagen, also, er ist schon echt schnell, zügig, aber dafür, dass er knapp 450, er hat ja 446 PS aus einem V8 Sauger, wie gesagt, 5 Liter. Er flasht mich jetzt nicht komplett klar. Das letzte Auto, was wir hatten, war ein Ioniq 5N. Das ist gar nicht zu vergleichen von der Beschleunigung, aber wie du gerade gesagt hast, darauf kommt es, finde ich, null an. Der ist zügig, damit kann man überholen auf der Landstraße. Das ist alles easy machbar. Aber es ist halt einfach der Sound. Und den hast du auch, wenn du einfach so siehst. Ich mache jetzt hier ein Viertel Gas. Das ist Wahnsinn. Das ist schon ehrlich sehr stark. So, jetzt schauen wir uns mal so ein bisschen die Fahrdynamik an. Und ja, man muss halt sagen, man sitzt in einem großen und schweren Auto. Das merkt man auch. Und es ist ein amerikanisches Fahrzeug. Aber er geht schon zügig um die Kurven. Wir haben ja auch schon im Intro angesprochen, die Bremsen sind halt echt geil. Sieht man hier, ich verzögere mal ein bisschen. Ja. Also das ist auch ein echt geiles Bremsgefühl für so ein großes Auto. Präzision jetzt im Lenkgefühl ist vorhanden, aber ist jetzt nicht vergleichbar mit beispielsweise, keine Ahnung, einem M4 oder sowas. Ich glaube, du bist aber auch noch im normalen... Nee, du bist im... Nee, ich bin Sport. Ja, okay. Eine Sache zur Lenkung. Vielleicht drück mal im Lenkrad. Ja. Rechts ist so ein Lenkradsymbol. Drück das mal. Ja, Moment. Rechts. So, und jetzt drück nochmal. Und jetzt ist sie sportlich. Ah, ja, okay. Weil ich glaube, wir sind im angepassten Mo irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, merkst du einen Unterschied? Muss ich gerade mal... Nicht wirklich, ne? Ich habe das Gefühl, die Lenkung wird einfach nur schwerer, ne? Ja, doch, die ist ein bisschen schwerer, die Lenkung, ja. Es ist generell schon sportlich. Man sieht, wir können entspannt um die Kurven fahren. Aber enge Landstraßen, das Auto ist schon auch groß, ne? Ja, das merke ich direkt. Also ich bin jetzt schon mit vielen Autos lang gefahren, die Strecke. Ist schon ein großes Auto, aber es Sound hier durch den Wald, das ist... Eigentlich müssen wir uns mal möglichst weit wegstellen, um das zu hören. Ja, wie das außen klingt, weil man kommt wirklich aus dem Wald wieder zurück. Ja. Das halt mit dem Cabrio ist das richtig geil, weil man kriegt halt alles mit. Und was man aber auch fairerweise sagen muss, wir sind jetzt hier quasi auf der Landstraße, aber in der Stadt kann man den auch echt
bequem. Also so vor allen Dingen kaputte Straßen mit ganzen Schlaglöchern, finde ich, geht echt in Ordnung. Da sehe ich ihn auch eher so, dass du mal durch die Stadt fährst oder so Landstraße cruist. Und nicht so, wie ich es jetzt gemacht habe, dass man mal zügiger fährt. Also es war jetzt alles im Rahmen, alles in den Geschwindigkeitsbegrenzungen, die hier sind. Aber es verleitet mich jetzt nicht die ganze Zeit da so durch, um die Kurven zu zirkeln. Ich finde ehrlich, der Ioniq 5N, der hat viel, viel mehr zum Rasen animiert. Ja. Weil der halt auch immer zack, zack, immer da war. Das stimmt, Und der ist halt so, vor allen Dingen das Getriebe. Also es ist schon träge, es ist sehr ruckelig. Es ist eher, finde ich jetzt so, auf dem ersten Gefühl auf entspannt angelegt. Ich schalte gleich mal mit Wippen, wenn wir jetzt hier aus der Ortschaft raus sind. Da musst du wirklich früh schalten. Genau. Ne? Halt jetzt mal ohne, ich fasse das Gaspedal nicht an. So, allein jetzt schon. Ihr seht es an meinem Kopf. Es ist klar, es ist aber super rough. Ja, und es ist nicht schnell. Genau, es ist nicht schnell. Vor allen Dingen, wenn man sogar auf dem Gas ist, das ist wirklich draufdrücken, 21 Gang ist drin. Ja, und das ist wirklich. Ich mach's gerade nochmal. Ich hab nichts mit dem Gas, aber der Sound. Ey, das ist wirklich geil, der Sound. Wir würden euch jetzt einmal noch kurz zeigen, wie das vom Vorbeifahren hört. Ich würde hier einmal kurz aussteigen und der Cedric fährt einmal weg und einmal vorbei. Und dann habt ihr nämlich auch nochmal den Sound, wie das ist, wenn man vorbeifährt. Ich hoffe wirklich sehr, dass es auf dem Mikrofon rübergekommen ist. Das ist so laut. Also vor allen Dingen hier im... Alter, also ich höre ihn immer noch. Und er ist mindestens 400 Meter da hinten entfernt. Krass. Alter, ist das laut, ey. So, dann fahren wir einmal weiter. Genau, eine Sache, auf die wir noch... Warte doch, du willst dich einfach weitermachen. Ja. Ich hoffe, es ist rübergekommen in diesem Video, wie krass der Sound von außen ist. Also wir haben das zwar zwischenzeitlich schon mal gemacht, aber hier draußen, Alter, also, wie weit, wo hast du gedreht? 500, 600 Meter? 500 Meter, Luftlinie 300, 400 Meter. Bäume dazwischen, du hörst es komplett. Ja, die ganze es Zeit. Es ist also wirklich geil. Es macht auch fast von außen mehr Spaß zuzuhören als von innen, weil innen ist es sehr laut. Aber so laut, das kriegst du fast gar nicht mit. Das ist, also, und du musst mal überlegen, es ist ein 2024er Auto, was so laut ist für den Preis. Das ist wirklich verrückt. Das ist, also da fällt mir nichts anderes ein. Nee. Genau, aber wie gesagt, eine Sache, auf die wir noch eingehen wollten, sind die Assistenzsysteme. Die hat man hier schön am Lenkrad. Also einmal hier, das ist Abstandhalter hier. Ja. Ne? Abstandhalter, Tempomat, kann man hier alles einstellen. Ja. Alles, was man braucht zum den Fahrassistenten. Also es gibt den, wie nennt man das, Lane Assist oder sowas? Genau, aber es ist wirklich mehr ein Assist. Also er fährt jetzt nicht so souverän wie andere Autos durch lange Autobahnkurven. Es ist mehr so ein Warner, leichte Lenkhilfe. Genau. Man merkt auch manchmal in der Landstraße, wenn man so ein bisschen über die Linie kommt, der holt einen, also gibt so ein bisschen Gegendruck. Ja. Kennt wahrscheinlich jeder, der mal ein modernes Auto gefahren ist. Ja. Also, Und ab und zu hat er ein bisschen rumgenervt wegen Händen an dem Lenkrad. Manchmal hat er das nicht so ganz erkannt, obwohl man leichte Lenkbefehle gegeben hat. Aber ganz im Ernst, alleine eben dieser Sound, scheiß auf die Assistenten. Also wirklich, das ist wirklich scheiß Auto, einfach drauf. Ja. Ja, das Problem ist nur natürlich, wenn man so viel Spaß mit Sound und Fahren hat, das muss man dann im nächsten Tankstopp ja auch wieder bezahlen. Genau. Und offiziell ist das Cabrio, meine ich, mit 12,4 Liter WLTP angegeben. Was haben wir denn jetzt verbraucht? Wir haben jetzt aktuell, wir sind jetzt halt auch Landstraße gefahren und viel Stadt, haben jetzt 12 Liter, sage ich schon, schön wäre es 20 Liter. Überleg mal auf der Autobahn, als wir den abgeholt haben. Genau, sind wir unter WLTP auch gefahren, soweit ich weiß. Ja, und das war Richtgeschwindigkeit, viel Verkehr, also oft drunter, vielleicht zwischendrin mal so 160, aber dann schafft man echt WLTP zu unterbieten und letztendlich hängt es ja dann von einem ab. Man ist sich dem ja bewusst, wie man fährt. Genau. Also Leute, zum Ende des Videos sind wir euch noch eine Sache schuldig und zwar das Fazit zum Auto. Wir haben das Auto jetzt 3 Tage lang ausgiebig getestet, sind beide gefahren und Herr Moritz fängt direkt mal an nochmal mit ein paar Fakten. Genau, also wir sind euch ja noch den Preis schuldig. Der Mustang, so wie er hier steht, kostet 64.000 Euro. Starten tut er aber bei 59.000 Euro. Dann aber als Coupé und als 6-Gang-Schaltung. Der Dark Horse kostet dann, glaube ich, um die 70. Heißt aber so, das Auto, wie es hier steht, heißt als Cabrio 10-Gang. Mit den anderen Felgen, den roten Bremssätteln, kostet er ungefähr 64.000 Euro. Ansonsten wollten wir natürlich auch noch was zur Fahrdynamik sagen. Und ganz ehrlich, das Auto hat jetzt nicht überrascht, so wie man es von einem Mustang erwartet. Die Fahrdynamik, würde ich sagen, ist extrem amerikanisch. Es gibt aber eine Sache, die krass überrascht hat, uns zumindest. Ja, die Bremsen, ne? Sound? Ja, okay, aber das zähle ich fast nicht zur Fahrdynamik. Okay. Ja, wir kommen gleich nochmal
zum Motor und zum Sound. Aber ja, also Fahrdynamik muss man sagen, man merkt, es ist jetzt kein Supersportwagen, der zirkelt jetzt nicht extrem durch die Kurven, aber das Fahrwerk ist extrem straff, also ist schon sportlich, ist halt auch die Spreizung ist echt gut bei dem Auto. Man kann extrem entspannt mal auf der Landstraße cruisen, wir haben es aber auch ein bisschen schneller bewegt und da muss man sagen, ist es sportlich, aber halt schaut euch das Auto an, es ist ein großes Auto, es ist ein schweres Auto mit einem vor allen Dingen großen und schweren Motor vorne drin, deswegen ja typisch amerikanisch, aber so wie man es auch von einem Mustang erwartet. Genau, und ansonsten, ich finde, für das Auto gibt es halt auch nicht so viele Alternativen, wenn man ehrlich ist. Also ja, ne, für das Geld kriegst du einen extrem krass ausgestatteten Golf R. Ja. So, aber das ist für mich einfach eine andere Fahrzeugklasse. Ich weiß nicht, ob es so viele Leute gibt, die sich wirklich die Frage stellen, Golf R oder Mustang. Ein Camaro kriegt man nach unseren Informationen nicht so einfach in Deutschland. Zumindest also, jetzt den aktuellen. Genau, also zumindest kann man mal nicht ins Autohaus laufen und die Karre einfach konfigurieren. Das geht halt hier. Und ne, Cabrio, Coupé, da scheiden sich die Geister, da sind wir uns auch nicht ganz einig. Ja. Aber das geht bei einem Golf R nicht. Gut, das würde bei einem Boxster gehen, aber ja, ein Boxster wäre dann für den Preis komplett low gespeckt, genau, und wäre halt ein Vierzylinder. Also ein V8, Sportwagen, echt schwierig. Also mir fällt da nichts ein. Aber falls ihr noch was habt, schreibt es gerne auch in die Kommentare. Ansonsten nochmal ein dickes Dankeschön an die Auto Bayer Gruppe fürs zur Verfügung stellen des Autos. Hat riesen Spaß gemacht. Falls ihr Interesse habt, schaut da gerne mal vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, war es das eigentlich, oder? Yes, perfekt. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Machen wir so.